Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf Vato Gaming. Und heute spielen wir Rush Wars, das neue Spiel von Supercell. Dann legen wir doch auch gleich los mit diesem grünen Robo-Dinosaurier. Ready to kick butt and get mega rich? Good, attack this gold mine. Okay, platziere deine Truppen. Ja klar, hier hin. Ah, ich kann es auch einfach so. Okay, und Start. Na gut, mal schauen, was bringt das jetzt oder was muss man machen? Also wir haben hier 12 blaue Truppen, also von uns. Und dann noch irgendwie gegnerische Truppen. Okay, wir haben die überrannt. Und jetzt attackieren wir irgendwelche Boxen, oder? Ach so, das sind die Goldminen. Alles klar. Also, das Spiel spiele ich gerade zum ersten Mal. Ich hab gesehen, dass es irgendwie neu ist. Ich habe mir aber die Videos noch nicht angeschaut, deswegen. Ja, mal schauen. Okay, wir haben hier irgendwie so einen Schlüssel erhalten. Damit können wir die Box öffnen. Ich tippe mal drauf. Und wir haben 10 Gold bekommen. Jetzt haben wir schon 510. Okay, nice. Und wir haben einen Pitcher. Alles klar. Okay. Es ist auch so ein Kartensystem wie in Clash Royale. Ja, okay, gut. Alles klar. Und hier hast du irgendwie so eine Base wie in Clash of Clans. Okay. Und die Truppen sehen aus wie in Boom Beach. This is your champ. Here, you can chill out and prepare for your next battle. Okay. Ich sag's lieber auf Deutsch. Also berühre den, ja. Angriffsknopf, wenn du bereit bist, mehr Gold zu bekommen. Okay. Ah ja, hier habe ich so meinen Attack Squad. Damit kann ich, glaube ich, meine Truppen ausbilden. Was? Ich soll alle die nehmen? Okay. Dann attackieren. Oh cool, man braucht nicht zu warten, um anzugreifen. Also es ist ein bisschen so wie in Clash Royale oder in Brawl Stars, glaube ich. Und ja, mal schauen. Es gibt auch irgendwie 3 Sterne wie in Clash of Clans. Na gut. Okay, jetzt kann ich die Truppen platzieren. Also, achso. Kann man die irgendwie verschieben? Ja, kann man. Ich starte mal. Achso, die können nicht da oben lang gehen. Okay. Gut. Also, man kann das nicht mehr kontrollieren, schätze ich mal. Man muss halt irgendwie so eine Strategie finden. Ja, moin, die machen Flächenschaden. Die. Aber die sind nicht Tanks. Also, die haben nicht so viele Leben. Aber trotzdem ist es übelst krass. Hä, lol, die Typen sehen uns gar nicht. Ja, ist ja cool. Ach, diese roten Teile explodieren. Ah, das ist echt nice. Okay. Cool. Also, diese Goldminen stellen immer so einen Stern bereit. Und wenn man alle 3 zerstört hat, hat man 100% und 3 Sterne. Also, ein bisschen so wie in Clash of Clans. Und wir haben schon wieder einen Schlüssel. Okay. Plus 10 Gold. Okay, wie in der letzten Kiste. Und wir haben eine Arcade. Alles klar. Was das sein soll, schauen wir uns gleich an. Erste Airdrop. Achso, den ersten Airdrop gefunden. Ja, schön. Lass es doch nochmal ausprobieren. Okay. Ich muss jetzt darauf gehen. Das ist Boom Beach Icon. Okay, cool. Diese Bombe. Das kann ich benutzen. Und jetzt soll ich wieder hierhin zurückgehen. Okay. Und auch wieder die dreimal benutzen. Na gut, okay. Aber ich mag die auch irgendwie. Die machen Flächenschaden. Jetzt haben wir irgendwie so einen Airdrop oder Arcade. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie man das jetzt nennen soll. Aber okay. Also Airdrops können verwendet werden, um gegnerische Truppen ja auszuschalten. Okay. Alles klar. Ach, das ist so wie ein Blitzer oder so eine Bombe in Clash of Clans und Boom Beach. Okay. Und jetzt kann ich die anderen Truppen platzieren. Ach so. Okay. Oh, das sind irgendwie Schildtruppen. Oh, ja, moin, die haben viel mehr Leben. Ha! Aber okay, ich meine, wenn die alle so gruppiert sind, dann sterben sie auch schnell. Echt lustig. Aber das ist natürlich nicht das Tutorial. Okay. Ja, wo gehen die jetzt hin? Ach so, man kann da. Hello. Also, ich habe echt keine Ahnung, was das Spiel ist. Aber bis jetzt scheint es mir so ein Clash of Clans. Brawl Stars, Boom Beach und Clash Royale in einem zu sein. Also irgendwie so ein, das ultimative Supercell-Spiel. Aber es ist noch in der Beta-Phase, also noch nicht global veröffentlicht. Es kann man erst in Kanada und USA bekommen. Ja, na gut, mal schauen. Oh, ich habe eine neue Karte. Ich habe Shields. Also die, Wächter in Clash of Clans bei den Skelettsabern oder in Clash Royale. Ich soll mal hier draufklicken, okay.
Ah, hier kann. Das Labor wegen Clash of Clans. Da kann ich die Truppen upgraden. Okay, und das basiert auf dem Upgrade-System wie in Clash Royale mit den Karten. Oder auch in Brawl Stars. Okay. Ja, die Animation, die sieht schon cool aus. Das ist echt nice. Ist halt echt geil. Tap to close. Okay. Preview, was? Ach, lol. Man kann sich zu jeder Truppe sowas anschauen. Geht das auch hier? Okay, nee, ich will mir noch nicht spoilern lassen, aber das muss ja übelst cool sein. Es gibt ja richtig viele Sachen. Was ist denn das Stärkste? So ein Hippie, Kung Fu. Preview. Hä? Ach so, es gibt Auto, lol. Alles klar. Na gut, ich kenne mich noch nicht so gut aus. Dann gehen wir mal hier drauf. Ja, will ich auch upgraden. Was gibt's denn da? Kann man nicht überspringen? Nee, geht noch nicht. Ja, okay, plus 11 Leben auch nicht schlecht. Dann habe ich hier diesen. Ja, den Schilder. Okay, die haben halt High Hitpoints, aber nicht so viele. Die machen nicht so viel Schaden. Okay. Okay, cool, ich bin Level 2. Ich kriege 10 Edelsteine? Also, das sind diese Gems in Brawl Stars. Ach ja, ich kann jetzt meinen HQ verbessern auf Level 2. Ah, Headquarters, also wie in Boom Beach. Okay. Und man braucht nicht zu warten. Ey, das ist geil. Sonst musste man immer richtig lange warten in Clash of Clans. Und hier habe ich jetzt irgendwie richtig viele Karten gefunden. Lol. Ich habe einen Chopper. Ja, moin. Ach ja, stimmt, damit fliege ich ja mal weg. Den kann ich upgraden. Was kriege ich? Oh, ich kann 5 Truppen mitnehmen und 5 Verteidigung. Ah ja, klar. Okay. Was ist das? Goldmine? Bekomme 10 Sterne. Wie viel habe ich denn? Ah, ich habe 9. Ah, das ist die Trophy Road, die bei Brawl Stars. Okay. Und hier ist die Legenden-Liga wahrscheinlich. Oder Elite. Hat das Symbol wie ein Clash of Clans und Clash Royale. Ich nehme mal den da. Okay. Nee, die nicht. Aber die da. Ah, cool. Ah, stimmt, das muss ich auch noch upgraden. Ach, von denen gibt es auch mehrere. Ah, oh, ja. Hä, irgendwie ist es doch cool. Also, es bockt sich schon ein bisschen. Für den Anfang. Wäre halt nur cool, auch irgendwie zu schauen, ob es auch Clans gibt oder sowas. Ja. Okay. Also, nee, warte. Und dann die halt hier hinten platzieren. Ich starte das mal, weil die Zauber kann ich ja später noch. Ah, cool, dann langsam verlangsamt sich das Ganze. Nicht schlecht. Haha, echt geil. Ich mach's aber mal hier drauf. Weil das sieht mir irgendwie richtig gefährlich aus. Und bis jetzt passt. Die Tanker oder halt die Schildleute tanken für mich. Okay, jetzt nicht mehr, weil diese Riesenkanone da zerstört meine Truppen. Was zum Teufel? Hä? Wie schwer ist das denn? Was? Das war das Tutorial. Was soll das? Ich habe nur einen Stern geholt. Was? Okay. Erklärung bitte. Jetzt habe ich einen Minenwerfer. Ja, lol, kann ich den nicht. Aber das bringt doch nichts. Der kann sich doch nicht bewegen, oder? Ah, einen Namen. Ja. Den typischen Namen kennt ihr ja. T-Hero. Neue Liga erreicht. Ah ja, klar. Jetzt kann ich zur Goldmine kommen. Stimmt. Mir hat ja ein Stern gefehlt. Du hast eine Goldmine gefunden. Es produziert Gold. Ich meine, ja, ist ja auch eine Mine. Und du bekommst Sterne. Ach so, ich kann def jetzt kann ich Verteidigung besetzen. Lol, wohin denn? Ach so. Hä? Wird das noch erweitert oder wie? Mal schauen. Ich setze einfach mal hier so einen Minenwerfer hin auf die Brücke, oder? Ja, so, ich dachte, das geht nicht. Okay, dann ein paar Schildleute. Weil ich hab. Nein, nicht dahin. Nein, die sollen weg. Kann man die denn ändern? Achso.
Oh Mann. Ist echt komisch. Okay, jetzt geht's. Und dann will ich noch solche Granatentypis hier hin haben. Alles klar. Safe and go home. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber mal schauen. Was ist das denn eigentlich? Bronzepack. Achso, hier kann man sich was mit Juwelen kaufen. Ja gut, das haben wir nicht. Gold kann man sich auch mit Juwelen kaufen. Und Juwelen kosten. Ich dachte, man kann sich Juwelen kaufen, aber irgendwie geht das nicht. Okay. Aber das ist eh noch irgendwie die Beta. Team Chat, hey, lol, Team Chat. Ach, das ist hier wie ein COC. Teams Locket, das heißt Teamed, okay. Und kriegst das auch auf Level 3. Okay. Was ist das? Team Domination? Na gut, ich glaube, noch nichts für mich. Ja. Das ist also Rush Wars, okay. Was ist das? Hä? Alles klar. Ich würde einfach. Achso, ich habe noch eine Box. Ey, cool, plus zwei Juwelen. So bekommt man sie also. Oh, ich kann die upgraden. Ich habe was Neues bekommen. Ich habe den Plumberhole. Hä? Und wo ist der? Leute? Ja, ich habe doch gerade diesen neuen Typen bekommen. Diesen Plumber-Dingsbums. Bin ich blöd oder so? Defenses. Ach, das ist eine Verteidigung. Was macht der? Lass mal schauen. Ach nee, das ist der Gegner, dieser Tank. Okay. Ja, ich gehe doch mal zur Goldmine und verbessere das da mal. Und zwar würde ich diese Typ, also diese Schildleute hier mal einfach mal komm, wegtun. Und dann den Plumber. Ach, der braucht zwei. Oh, das gibt's doch nicht. Dann tue ich den da vielleicht weg. Dann die hier hin. Die dann auch wieder weg. Und dann noch die da dahin. So, das sollte passen. Cool. Safe and go home. Ja, mal schauen, ob das was bringt. Ja, die grade einfach mal alle ab. Weil Gold braucht man, glaube ich, eh nicht so viel, oder? Keine Ahnung. Und hoffentlich kriegt man das schnell. Die greife ich auch noch mal ab. Ja, komm, schnell bitte. Wieso kann ich das nicht speeden? Das regt mich ein bisschen auf, aber okay. Gut, Commanders gibt's. Ich glaube, das sind so Helden. Okay. Und was ist das? Achso, das sind kostenlose Boxes. Das sind wie diese Free Chests in Clash Royale. Da kommen wir früher auch zwei. Kann man das nicht irgendwie bewegen oder so? Wie in Clash of Clans? Nee. Okay. Weil das ist bis jetzt noch ein bisschen so. Ja, ein bisschen madig, dass man irgendwie so ein Startscreen hat. Ach, das sind Tipps. Lol. Okay. Was ist das? Battle Log. Ja, der ist auch wieder ganz nice. Ich habe angegriffen, aber nichts steht drin. Es gibt Leaderboards. Was? Okay, in Deutschland, komm. Twitch Algren, jetzt Level 9. Ja, nicht für Team, ich will ihn besuchen. Kann man das nicht? Social. Man kann Freunde suchen, okay, finde ich schlecht. Okay, der hat 3080 Sterne. Läuft bei dem. Hä? HQ Level 5? Kann es sein, dass er nicht so krass ist wie die globalen? Ne, 4300. HQ Level 6. Okay. Ich würde aber gerne wissen, was das höchste HQ Level ist. Nein, nicht das. Warte, Daily Deals? Was sind diese hier? Okay. Next, 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 next. Es geht bis HQ Level 8. Aber da gibt es noch keine Karten zu finden. Okay. Ja, für den Anfang würde ich sagen, sieht's doch nice aus. Cool, also falls ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge von Rush Wars. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.